19. Dezember 1979, Cedar Rapids, Iowa, USA. Michelle Martinko will eigentlich nur noch schnell im Einkaufszentrum ihrer Kleinstadt vorbeifahren, um dort einen Wintermantel abzuholen, den ihre Mutter für sie als Weihnachtsgeschenk zurücklegen lassen hat. Die 18-jährige Michelle kommt gerade von einem Bankett in einem Hotel, bei dem sie mit ihrem Chor aufgetreten ist. Sie hat noch eine Freundin aus dem Chor gefragt, ob sie ins Einkaufszentrum mitkommen möchte, aber diese wollte lieber gleich nach Hause fahren, um ihre Hausaufgaben zu machen. Die beiden Mädchen gehen noch zur Highschool und stehen kurz vor ihrem Abschluss. Michelle ist ein wenig enttäuscht, aber versteht, dass ihre Freundin lieber ihre Schulaufgaben erledigt, als shoppen zu gehen. Noch von dem Auftritt gestylt und in Abendgarderobe macht sich Michelle im Auto ihrer Eltern auf den Weg zum Einkaufszentrum. Anschließend möchte sie auf direktem Wege nach Hause fahren. Das wissen ihre Eltern und erwarten Michelle, doch sie warten vergeblich. Am späten Abend ist Michelle immer noch nicht zu Hause. Da es im Jahr 1979 noch keine Handys gibt, können Michelles Eltern nicht versuchen, sie zu erreichen. Voller Unruhe und Sorge warten sie den ganzen Abend lang, bis in die Nacht. Um 2 Uhr morgens ist Michelle immer noch nicht aufgetaucht. Nun zögert Michelles Vater nicht länger und meldet seine Tochter bei der Polizei als vermisst. Die Beamten brauchen gar nicht lange zu suchen. Schon um 4 Uhr morgens, als sie sich in dem Einkaufszentrum von Cedar Rapids umsehen, entdecken sie das Fahrzeug der Familie Martinko auf dem Parkplatz. Auf dem Fahrersitz darin liegt eine junge Frau, die auf die Beschreibung von Michelle passt. Ihr Gesicht ist allerdings durch mehrere Stichverletzungen entstellt. Bei der jungen Frau finden sie jedoch ihre Papiere und diese sagen eindeutig, es handelt sich um die vermisste Michelle Martinko. Kurz darauf erreicht die schreckliche Meldung Michelles Eltern, zusammen mit der Aufforderung, die leblose junge Frau in der Gerichtsmedizin zu identifizieren. Danach besteht kein Zweifel mehr. Michelle Martinko ist tot. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie die weiteren Ermittlungen der Polizei verlaufen und wer für den Mord an der jungen Frau verantwortlich ist. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei dem Sponsor des heutigen Videos bedanken, HelloFresh. Mit HelloFresh ist eine bewusste Ernährung ganz einfach und stressfrei möglich. Du wählst einfach deine Lieblingsgerichte. Die frischen Zutaten werden direkt an deine Haustür geliefert, jede Woche und landesweit. Und so funktioniert's. Deine individuelle Box stellst du ganz nach deinen Vorlieben zusammen und kannst dabei aus 34 wöchentlich wechselnden Rezepten auswählen, egal ob mit Fleisch oder auch vegetarisch. Den Umfang deiner Box bestimmst du selbst. Du kannst jede Woche bis zu 5 verschiedene Rezepte auswählen, die du für 2 oder 4 Personen kochen möchtest. Deine frischen Zutaten erhältst du direkt nach Hause geliefert und kannst schnelles, entspanntes und stressfreies Kochen genießen, ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe. Du kannst das Ganze jede Woche wiederholen oder aber nach Bedarf. Dein Lieferabo lässt sich jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Maximal flexibel. Mit dem Gutscheincode abnormtruecrime sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf dazu. Vielen Dank an HelloFresh. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Michelles Todesursache wurde schnell festgestellt. Sie starb durch Stiche mit einem scharfen, spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, aber ganz genau konnte die Gerichtsmedizin die Tatwaffe nicht bestimmen. Der Todeszeitpunkt wurde auf zwischen 20 und 21 Uhr geschätzt. Der Täter stach mehrfach auf ihren Hals, ihr Gesicht und ihren Oberkörper ein, was für die Ermittler den Anschein erweckte, dass er große Wut oder Hass auf Michelle hatte. Michelle hatte außerdem einige Verletzungen an den Händen und Unterarmen, was darauf hindeutet, dass sie versucht haben könnte, den Täter abzuwehren. Anzeichen eines intimen Übergriffs waren nicht erkennbar. Michelle war vollständig bekleidet und hatte keine entsprechenden Verletzungen. Da sich ihre Brieftasche mitsamt der $180, die sie für den Mantel bei sich hatte, noch im Wagen befand, schlossen die Ermittler einen Raubüberfall ebenfalls aus. Der Täter hatte es also offensichtlich direkt darauf abgesehen, Michelle umzubringen. Da das Auto innen voller Blutspuren war, schlussfolgerten die Ermittler, dass Michelle direkt im Wagen umgebracht wurde. Entweder geschah dies auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, was für den Täter ein großes Risiko gewesen wäre, oder aber unterwegs. Im letzteren Fall müsste der Täter den Wagen mit der leblosen, blutverschmierten Michelle allerdings auf den Parkplatz gefahren haben, was ein noch größeres Risiko gewesen wäre, da es auf dem Weg diverse Möglichkeiten gab, gesehen zu werden.
Wahrscheinlicher ist es also, dass der Mord auf dem Parkplatz geschehen ist, zumal auch eine Zeugenaussage berichtet, dass Michelle um etwa 20 Uhr lebendig im Einkaufszentrum gesehen wurde. Dem Täter war es allem Anschein nach egal, ob er auf dem Parkplatz bei der Tat gesehen wird, und die Stiche auf Michelles Gesicht deuten darauf hin, dass es eine Tat aus persönlichen Motiven war. Ob der Täter Michelle gefolgt ist oder auf dem Parkplatz auf sie gewartet hat, kann man nur mutmaßen. In jedem Fall muss er aber gewusst haben, wohin sie fährt oder zumindest wann sie auf der Strecke unterwegs ist. Das legt nahe, dass es jemand war, der auch auf dem Bankett war oder zumindest wusste, dass Michelle dort war. Für die Polizisten kamen also alle Personen aus Michelles privatem und schulischem Umfeld in Frage. Genauso wie die Leute aus dem Chor, die Gäste des Banketts und die Mitarbeiter des Hotels, wo die Veranstaltung stattgefunden hat. Es wurde vermutet, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt, da die Tat auf die Polizisten wie eine Eifersuchtstat wirkte, aber es handelte sich hierbei nur um eine Vermutung und konkrete Anhaltspunkte gab es hierzu nicht. Außer den Fingerabdrücken von Michelle und ihren Eltern wurden in dem Auto keine weiteren Abdrücke gefunden und es gab keine Zeugen für die Tat. Dennoch konnten die Ermittler ein paar DNA-Spuren entdecken. Michelle hat den Täter anscheinend verletzt, als sie sich wehrte, und sein Blut tropfte auf den Rock ihres Kleides. Die gefundene DNA passte jedoch zu keiner Probe in der Datenbank, also half der Fund nicht weiter. Die Ermittler richteten sich daher an die Öffentlichkeit und baten die Menschen aus Michelles Umfeld und aus Cedar Rapids darum, sich zu melden, wenn sie etwas wissen. Tatsächlich gingen über 200 Hinweise ein, die teilweise zu Verdächtigen führten. Die rund 80 verdächtigten Männer wurden vernommen und einige von ihnen mussten sogar Lügendetektortests machen. Am Ende war die Polizei so schlau wie vorher, denn keiner der Verdächtigen stellte sich als der Täter heraus. Michelles Ex-Freunde und einige andere Verdächtige mussten DNA-Proben abgeben, da sie besonders im Visier der Ermittlungen standen, doch ihre DNA stimmte nicht mit der überein, die bei Michelle gefunden wurde. 5 Monate nach der Tat wurde bekannt, dass es anscheinend doch eine Zeugin gab, die zwar die Tat nicht direkt gesehen hatte, aber in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember etwas Verdächtiges bemerkt hatte. Eine Frau war nach Geschäftsschluss auf den Parkplatz des Einkaufszentrums gefahren, um ihre Tochter von der Arbeit in einem der Geschäfte abzuholen. Dabei sah sie Michelles Auto, ein weiteres Auto direkt daneben und einen Mann, der vor der geöffneten Fahrertür von Michelle stand. Die Frau fand dies ziemlich eigenartig und rief die Polizei an, allerdings wurde dem Hinweis nicht nachgegangen. Erst als nun, 5 Monate nach Michelles Ermordung, die Zeugin bei der Polizei anrief, um nachzufragen, ob ihr damaliger Hinweis aufgenommen wurde, bezogen die Beamten ihre Aussage in die Ermittlungen ein. Zu welcher Uhrzeit die Beobachtung gemacht wurde, ist nicht bekannt, sondern nur, dass es nach Mitternacht war. Wenn Michelle entsprechend der Einschätzung der Gerichtsmedizin tatsächlich zwischen 20 und 21 Uhr gestorben ist, müsste der Täter also einige Stunden nach dem Mord bei der leblosen Michelle geblieben sein. Das erscheint seltsam, da es für den Täter sehr riskant wäre. Eine mögliche Erklärung wäre, dass sich die Zeugin in der Uhrzeit oder im Auto geirrt hat oder dass die Information in den Medien falsch wiedergegeben wurde. Dennoch sorgte ihre Aussage für großes Aufsehen und es kam zu einer internen Ermittlung gegen den Beamten, der den Hinweis nicht weitergegeben hat. Anhand der Zeugenaussage wurde nun eine Phantomzeichnung des Mannes erstellt. Es soll ein hellhäutiger Mann mit braunen Augen und braunen, lockigen Haaren sein, der um die 1,80 Meter groß und ungefähr 85 Kilo schwer sein soll. Die Polizei veröffentlichte die Zeichnung und bat die Öffentlichkeit erneut um Hinweise, worauf wiederum diverse Tipps eingingen. Rund 30 Verdächtige wurden vernommen und auch DNA-Tests wurden wieder durchgeführt, aber auch diesmal befand sich der Täter nicht im Kreis der Verdächtigen. Danach machten die Ermittler keinerlei Fortschritte mehr. Bis zum Jahr 2006. 27 Jahre nach Michelles Ermordung schaute ein Polizist in die Akten des inzwischen kalten Falls und kam auf die Idee, das Blut des Täters für ein DNA-Profil zu nutzen. Die Forschung und die Technik hatten inzwischen große Fortschritte gemacht und so war es möglich, anhand einer DNA-Probe die körperlichen Merkmale der dazugehörigen Person zu bestimmen. Die DNA wurde in einem speziellen Labor untersucht und ergab Erstaunliches. Der Täter sah ganz anders aus als der Mann auf der Phantomzeichnung. Er hatte blonde Haare und blaue Augen. Das Labor konnte anhand der DNA ein Phantombild des Mannes erstellen, wie er im Jahr 1979 ausgesehen haben muss und auch abschätzen, wie er heute aussehen könnte. Damals muss er ungefähr in Michelles Alter gewesen sein, nur wenige Jahre älter als sie.
Mithilfe des Bildes wurden einige von Michelles Mitschülern befragt und ein paar von ihnen meinten, jemanden aus dem Jahrgang wiederzuerkennen. Der betreffende Schüler war allerdings schon damals per DNA-Test ausgeschlossen worden, also war diese Spur wieder einmal erfolglos. Im Jahr 2018 befasste sich ein anderes Labor mit der DNA, diesmal mit dem Ziel, Rückschlüsse auf die Familienangehörigkeit des Täters zu ziehen. Durch neue Technologien war es nämlich mittlerweile möglich, anhand einer DNA-Probe den Familienstammbaum nachzuvollziehen. Die Untersuchung ergab etwas, was niemand vermutet hätte. Der Täter gehörte zur selben Familie wie Michelle, jedoch nicht aus ihrem direkten Umfeld, sondern zu einem anderen Zweig der Familie. Die Ur-Urgroßeltern von Michelle und dem Täter waren verwandt, sodass der Täter ein entfernter Cousin von Michelle war. Nun hatten die Ermittler endlich eine brauchbare Spur. Es gab 4 Familienzweige und 2 konnten anhand von DNA-Tests ausgeschlossen werden. Bei einem Test im dritten Zweig stellte sich heraus, dass es sich bei der getesteten Person um einen Cousin ersten Grades des Täters handelte. Da er der Cousin von 3 Brüdern war, musste einer dieser Brüder Michelles Mörder sein. Die 3 Brüder wurden daraufhin überwacht und es wurden heimlich DNA-Proben genommen. 2 von ihnen konnten aufgrund dessen ausgeschlossen werden. Der dritte war also der Täter. Dieser Mann namens Jerry Burns war mittlerweile 64 Jahre alt. Auch von ihm gelangten die Ermittler an eine DNA-Probe und der Test bestätigte, dass sie nun endlich Michelles Mörder gefunden hatten. Die inoffizielle Probe konnte für die Inhaftierung allerdings noch nicht genutzt werden, weshalb die Beamten Burns aufsuchten und ihn zur Abgabe einer Probe aufforderten. Burns wollte sich zwar weigern, doch die Polizei hatte eine gerichtliche Anordnung dabei. Die Ermittler befragten ihn außerdem zu Michelle und dem Tag des Verbrechens, doch er behauptete, Michelle nicht zu kennen. Während der Befragung zeigte er keinerlei Emotionen. Kurz darauf kam die Polizei wieder zu ihm, denn das Ergebnis des offiziellen DNA-Tests war da. Als die Beamten Burns festnahmen und ihm erklärten, dass er wegen Mordes angeklagt wird, zeigte er weiterhin keine Emotionen. Auch beim Gerichtsprozess im Jahr 2020 erschien Burns kalt und teilnahmslos. Seine Verteidigung versuchte, die DNA-Spuren an Michelles Kleidung für unbrauchbar zu erklären, jedoch hatten sie damit keinen Erfolg. Burns selbst leugnete die Tat in einigen Vernehmungen und den anderen erzählte er, sie aus seinen Erinnerungen verdrängt zu haben. Für das Gericht war seine Schuld eindeutig. Jerry Burns wurde wegen Mordes an Michelle Martinko zu lebenslanger Haft verurteilt. Michelles Eltern bekamen dies nicht mehr mit, denn beide starben in den 90er Jahren. Nur Michelles 12 Jahre ältere Schwester und Michelles Freunde erlebten, dass nach 4 Jahrzehnten endlich doch noch Gerechtigkeit eintrat. Ungeklärt bleibt jedoch das Tatmotiv und wie Burns wissen konnte, dass Michelle an jenem Tag ins Einkaufszentrum fahren würde. Burns hat keinerlei Aussage dazu gemacht und keiner in der Familie und in Michelles Freundeskreis weiß, woher und auf welche Art sich Michelle und ihr Mörder kannten. Noch einmal vielen Dank an HelloFresh. Vergesst vor eurer Bestellung bitte nicht, den Link in der Beschreibung und den Code abnormtruecrime zu nutzen, um diesen Kanal weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank fürs Ansehen und vielen Dank an HelloFresh für die Unterstützung bei diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.